scharf, 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 scharf. Dann Knoblauch und dann Zwiebel. So. Ha! Highspeed! Eines Sternekochs nicht würdig. Pfannenpizza. Der erste Satz war Quatsch. Ich mache eine Pfannenpizza. Ist einfach toll, unkompliziert. Wenn man mal eine schöne Art Pizza machen will und nicht im Backofen, sondern in der Pfanne, zeige ich euch, wie das funktioniert. Und by the way, herzlich willkommen zu Christians Blitzrezepten. So, also, ihr habt es gesehen, Zwiebel, Knoblauch und Chili so ein bisschen anschwitzen. Was ich jetzt mache, ist so eine ganz schnelle Tomatensoße. Wirklich eine schnelle, leckere Tomatensoße. Und in die schnelle, leckere Tomatensoße kommt noch ein bisschen Tomatenmark rein. Und zu dem Tomatenmark ein bisschen Tomatenpüree. Ups. Und zu dem Tomatenpüree das beste Olivenöl, das man sich vorstellen kann. Ja, noch die Prise Salz und frisch gemahlenen Pfeffer aus der Mühle. So läuft es, meine Freunde. Und das gibt die Tomatensoße. Mit oder für diese Pfannenpizza. Okay? Also, jetzt brauchen wir erstmal das, was auf die Pizza draufkommt. Und ich liebe, das ist einfach so, diese spanische Paprikawurst Chorizo. Einfach absolut mega geil. Solltet ihr die nicht kennen, macht mir den Gefallen. Kauft ihr einfach mal. Dünn schneiden. Das ist die erste Zutat. Die zweite Zutat ist Mozzarella. Zu dem Mozzarella kommt geriebener Hartkäse und boah, finde ich so geil, Gorgonzola. Und bei dem Gorgonzola ist es so, den muss man vorsichtig einsetzen, sonst wird es einfach too much. Und schmeckt nicht. So, Blitzrezepte heißt ja, dass es wirklich schnell geht. Und ich möchte euch da immer so ein bisschen was Außergewöhnliches zeigen. Ja? Es muss nicht High-End sein. Ja? Ich möchte hier nicht ein exklusives Sternengericht zaubern. Das kocht ihr so keiner nach, sondern die tägliche Küche. So, ich mache jetzt hier einmal Rollentausch. Das köchelt so ein bisschen ein. Und jetzt kommt der Teig. Ich habe hier einen ganz normalen Pizzateig, den kann man ja fertig kaufen. Ist auch keine Schande. Ihr könnt den ja auch selber machen, den Pizzateig. Ja, da gibt es sogar ein Kochbuch von dem Christian Henze. A Tavola. Da gibt es auch schönen Pizzateig. Also, ihr müsst doch mal schauen. Es kommt in die nicht zu heiße Pfanne ein Schlückchen Öl. Jetzt muss ich hier die Ecken so ein bisschen abschneiden. Kommen sicherlich so Anmerkungen. Ja, was ist denn mit dem Rest jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich esse es. Ja, genau. Oh Gott, kriegt die Katze. Also, oh mein Gott. Ich habe noch Teig. So, also anscheinend muss man, wahrscheinlich bin ich jetzt nicht der große Held, was Fertigteig anbelangt. Man sieht es. Ich mache das mal ganz vorsichtig. Warte mal, jetzt habe ich eine Idee. Ich mache das mal so. Achtung, warte mal, so vielleicht. Ja, genau. Vorsichtig. Herr Henze, Sie lernen schnell. Also, den Teig auf das Öl legen, mittlere Temperatur. Hey, bitte keinem verraten, gell? Ich mache was aus dem Teig, großes Ehrenwort. So, und jetzt die Tomatensoße. Hier oben drauf. Pfannenpizza. Christians Ruckzuck Pfannenpizza. Und ich bin mir sicher, keinem von euch wird dieser Fauxpas mit dem Teig widerfahren. Oben drauf die Chorizo. Geile, scharfe Paprikasalami. Dann ein bisschen Mozzarella. Zu dem Mozzarella haben wir gesagt, etwas Gorgonzola. So. Und dann noch ein bisschen
Reibekäse. Und zu dem Reibekäse kommt noch etwas Rosmarin quasi in das Öl hier rein. Okay? Obendrauf kommt dann eine Prise Salz, frisch gemahlene Pfeffer und und das ist das Wichtigste. Ein Deckel drauf, der muss gut verschließen, dass die Temperatur drin bleibt. Temperatur stelle ich auf Stufe 2 und jetzt dauert es so vielleicht 7 Minuten. Es waren 9 Minuten. Okay? Ich habe natürlich mal reingelinst und mal schauen, ob man das sehen kann. Also die hat natürlich jetzt unten schon so ein bisschen Farbe. So muss das sein. Oben ist schon Temperatur, Käse ist geschmolzen. Pfannenpizza. Das ist einfach mal, ich finde, why not? Why not? Guck mal, und schon mit dem Rosmarin. Boah, der ist crunchy. Dieser Rosmarin, aber das muss alles hier drauf. Dann, oh, heiß, etwas ferner nehmen wir etwas Rucola. Ja, dann merkst du meine gepflegte Ausdrucksweise. Ja, das ist halt Harvard. Ja, Harvard, S. Harvard, dann. Gehobene Küche. Ja, genau, dann Oxford. Mein Gott. So schaut's aus. So, dann Rucola drüber. Und wie wäre es denn, wenn man obendrauf noch gutes Olivenöl gibt? Nochmal frisch gemahlenen Pfeffer. Toll, also sie riecht echt gut. Es sind nur gute Zutaten drauf. Also, wenn ihr mal den Backofen nicht anmachen wollt, macht es so. Zack, zack, zack. Lecker. Oh, ich schiebe mir das jetzt nicht rein, weil sonst verbrenne ich mir irgendwie alles. Blitzrezepte. Aller Christian, guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns.